Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind so auf gute 1200 Lichtjahre über der Ebene und fliegen quasi ja parallel zum Carrier, den man übrigens auch nochmal wegschicken müsste, weil man gerade in. Der muss ja auch ein bisschen Strecke machen. Ja, hier in der Gegend ist nicht so viel, muss ich sagen. Ziemlich rot auf der Karte von ja, rote Zwerge und so, K-Sterne. Unser Ziel ist ein roter Riese. Und das ist hier quasi schon was Besonderes. Man merkt irgendwie, dass man irgendwie so ganz nah am Kern ist. Aber ein bisschen Abwechslung schadet ja auch nicht. Ja, und aber bei der rote Zwerge finden wir auch ab und zu was. Wir können mal gucken, vielleicht finden wir irgendwas mit Biosignale. Vielleicht auch nicht. Dann kommen wir einfach voran. Sechs Sprünge. Das ist noch moderat. Achso, das ist auch ein roter Zwerg. Könnte mal gucken, wie es ist, wenn man die Route umplane. Aber das ist eher schon mal, denke ich, okay. Sind sie ja schon mal viele, viele Gasriese und Monde. Ja, also bis jetzt habe ich noch keinen Grund gefunden, irgendwie für mich hier großartig umzugucken, weil, wie gesagt, wir haben ja mal im Kodex geschaut. Hier im Sektor haben wir ja schon ziemlich viel gefunden. Okay, gut, Biosignale gehen natürlich immer noch. Ja, wie gesagt, interessant wird es halt wirklich erst, wenn wir im neuen Sektor sind und oh ja, das wird richtig geil. Moment, was kriegen wir da angezeigt? Ach, Argon mal wieder. Argon, das sind das nur knapp 800 Lichtsekunden. Könnte man sich ja fast mal angucken. Aber ich befürchte, dass es einfach da wieder nur eine Niete mit zwei Biosignale, jeweils eine Million. Das ist dann halt nicht ganz so prickelnd. Naja, aber. So, lass uns mal schauen. Ja, hier. Eiswelt. Argon 2. Ach komm, wir gucken einfach mal. Das ist nicht so weit. Das ist nicht so weit, das können wir ruhig mal machen. Dann fangen wir halt einfach so an. Das heißt, das ist nicht ganz richtig, weil wir haben ja schon mit Biosignale angefangen und wenn ich so auf den Wert gucke, scheint das sogar Bakterium in Form im Gewehen zu sein. Stimmt, das war es auch. Ja, Karte schaut dann so aus, also da sieht man schon, hier ist nicht so viel, dass mein Jubelschrei ausbrechen müsste. Ah, guck mal hier, guck mal, zumindest sowas. Vielleicht holen wir da noch ein paar. Mal schauen. Und mir könnte auch mal gucken. Naja, da muss ich immer wieder schauen, was mit der weiße Zwerge ist. Da könnte man auch nochmal weiße Zwergtour machen. Derweil, was habe ich dann gedacht, mir wäre schon näher. Na egal. Derweil man immer noch zwei Stück brauche. Aber das sind halt die zwei. Naja, okay. Die sind schwer zu finden. Von dem Ende-Typ habe ich, glaube ich, erst zwei Stück. Naja. Ja, aber heute erstmal. Schauen, was der Planet für uns bietet. Und wenn ich jetzt hier schon hinfliehe, dann lande mal auch. Ich vermute mal stark Bakterien und Funicular campestris wahrscheinlich. Und wenn ich so genau drüber nachdenke, eventuell ja, so weiße Zwergtour wird durchaus noch mal Sinn machen. Leute schon lang kennen, wie heißt es, Elektrikarmee. Da geht hier die Elektrikarlikör auf dem Träger zur Neige. Das geht hier gar nicht. Warum immer Nachschub?
Naja. Ne, Carrier. Später. Irgendwie war doch sowas, wenn ich jetzt ins Carrier-Menü gehe, dann geht hier der Schub automatisch auf 0. Das wollen wir jetzt nicht. Oh, und dann was man auch noch mache, aber das hat noch ein klein bisschen Zeit. Jetzt, wo ich hier gerade den Ring sehe, auch noch mal ein bisschen Bergbau. Aber das hat, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Also, das machen wir einfach nur, sagen wir es mal so, fürs gute Gewisse. Und kurz die, ja, keine Ahnung, den Folge aufnehmen. Ich werde es dann noch ein, zwei Abend weitermachen. Ich will jetzt nicht so viel Zeit drin stecken, aber so ein bisschen Abwechslung könnte man das ruhig nochmal machen. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich erst, wenn wir so ein bisschen näher zum nächsten Sektor kommen, denke ich mal. Aber das steht dann auch nochmal an. Da gucken wir mal, dass wir irgendwie im Carrier Ohr fliegen. Und dann können wir ja, wenn wir was gefunden haben, mit einem Zwischensprung dorthin eine Runde Tritium abbauen, damit wir es nicht verlernen. Genau, Funticula, ja. Wir landen einfach. Genau, und dann hat man doch nochmal ein bisschen aufgesammelt. Nicht nur insgesamt 200 Tonnen meine, dann ist das mehr als genug. Zu mir kann ich mich wahrscheinlich eh nicht motivieren. Man muss es hier nicht übertreiben. Mal so peu à peu, immer so ein bisschen. Ah ja, genau, den Nebelwohner da hinten sehen. Der ist ein gutes Stück entfernt. Ich habe schon geguckt. Der ist nicht so nah, wie das jetzt hier scheint. Der ist auch dann ein bisschen größer. Das heißt, so nah, so weit ist er auch nicht weg. Sind 3000 Lichtjahre oder so. Aber halt, es sind 3000 Lichtjahre in eine Richtung, die ich jetzt nicht will. Aber ich habe dort schon eine Bookmark gesetzt, denn dort wären wir ziemlich wahrscheinlich auf dem Rückweg vom Trojanbelt zu vorbeikommen. Nehme ich mal stark an, weil vom Trojanbelt wollen wir ja dann zum Great Annihilator. Und dann können wir dort vorbei. Ich denke, das ist okay. Wobei, ja, bis wir im Trojanbelt fertig sind, das dauert dann auch noch ein bisschen. Wie gesagt, habe ich eigentlich vor, die Carrier mehr oder weniger an die Position verharren zu lassen. Och, guck mal hier. Hohohoho. Geil. Ja, dass man halt einfach ein bisschen ein paar Sachen bei der Kollegs aufsammle und ein bisschen unter die Ebene umgucke. Ja, immer peu à peu zum Carrier fliehe, dort abgebe, dann eine andere Region angucke. Genau. Also uns geht die Beschäftigung in der nahen Zukunft nicht aus. So, Moment. 0,04G, yay. Oh, Bakterien sind auch hier. Funticula campestris amethyst. Ja, ja, okay. Kennen wir. Bacterium vesicula cyan. Oh! Das ist neu. Aha. Okay, okay. Dann hat es sich schon gelohnt. Da haben wir ein neuer Farbtyp von den Bakterien. Das ist doch mal schön. Die bringen zwar kein Geld, aber die hat den Codex drauf, nämlich. Okay, es ist nur Codex-Bestätigung. So ist es ja nicht. Na wohl, weiß man es. Wir könnten mal gucken, aber ich glaube nicht, das ist bestimmt schon entdeckt. Kann ich mir nicht vorstellen. Upsa. Ja, ziemlich genau 1 Million. Springen wir gerade drüber. Hier sind so wenig G. Ja, wir können nur ganz kurz eine Codex-Linse, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Mhm.
bakterienmäßig cooler bestätigt. Das ist die älteste? Na gut, die sammeln wir nicht oft. Ja, hier bestätigt. Ja. Naja. Nun gut, dann zuerst Contigulor immer dem Gasriese entgegen. Sieht schön aus. Tja, das müsste eigentlich schon. Dich. So, hier hinten sind auch Bakterien, also würde ich. Och, guck mal, was denn für ein Feld ist an. Funticulor. Nicht schlecht, das sind ganz klar Rudeltiere. Ja, Daubteufel. Noch einer. Eieiei, noch einer. Was ist denn hier los? Nicht, dass ich das noch hier zum Tornado zusammen braut. Nee, gebraut wird nur auf den Nostromo. Der ist relativ stationär, der du. Okay, der du auch. Seltsam. Auch 1 Million. Das ist eigentlich der Grund, wieso ich die Bakterien nicht so oft sammle. Aber wenn man halt nur Codex-Einträge vervollständigen wolle, dann sollte man das auch. Naja, ab und zu kann man. Nicht immer, aber. So, was ist denn hier? Nee, hier sind, das sieht nur so aus. Da vorne. Da? Nee. Schweinerei. Wo sind sie? Haufe da. Hier nochmal so ein Feld von den Kommoden. Da ist auf jeden Fall was dabei. Oder? Nee. Die da verwirren mich allein. Aber da vorne. Oder? Nee, gibt's doch nicht. Die machen mich irre. Komm, hopp eh. Was haben wir damit angefangen? Hier, guck mal da. Da komm, guck mal deine Gasriese an. Funktioniert's.
Hier ist wieder ein bisschen uneben. Da finden wir bestimmt nichts. Gibt's so nicht. Ganz schön viel Aufwand für so wenig Ertrag. Jo, da. Ups, 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 das war. Passt. Ja. Ich dachte schon, mir wäre zu weit geflohen und müsste auf den Funicular parken. Okay. Wunderbar, dann können wir ja weiter. Ja, wir können direkt schon von hier weg, das ist gut. Springen wir da oder Zwerg an. Mist, ich wollte doch da, die Carrier wegschicken. Naja, egal, mach ich nur Rufnahme. Ist auch okay. Wir wollen ja noch nicht gerade wieder Rendezvous machen. Dort waren wir zu wenig gesammelt. Das lohnt noch nicht. So, wir nehmen hier mal noch ein bisschen Sprit mit. So, System Scan complete. Hier tanken wir genug. Naja, Kohlendioxid 4 überzeugt mich nicht. Ein G-Stern, yay! Schon Abwechslung. Zehn Stück mehr. Gucken wir mal, ob was dabei ist. Fuel scoop disengaged.
Naja, terraformierbar ist doch immer mal drin bei der Konstellation. Man weiß es nicht. Der da wollte eine Extrawurst. Nee, hier ist nichts. Schwefeldioxid, schade, aber keine Biosignale. Nun gut, dann würde ich sagen, das System gucken wir uns noch an. Ja, roter Zwerg, super. Noch 4 Sprünge. So, dann machen wir noch deine VSS-Scan. Tausend entfernt. Naja, okay, wenn man nicht unbedingt hin muss, ist das auch gut. Das sind eh nur Eisplanete hier, oder? Was haben wir denn hier? Nichts Interessantes, scheinbar. Neonreich, nichts. Helium. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ach genau, das können wir jetzt noch machen. Zum Abschluss, damit wir da auch voll informiert sind. Hier mal das Carrier Management und schicken einen Sprung weiter. Man kann auch ein paar Sprünge machen, ist noch ein bisschen Tritium da. Pylemore. Ah, guck mal, wir sind hier. Ja, ja, da können wir schon mal 2, 3 Sprünge schicken. Zack. Gut, und damit sind wir auch für heute durch. Mindestens haben wir ein bisschen was gesammelt. Auch gut. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Rest vom Wochenende. Kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.